Falls du es noch nicht getan hast, melde dich doch noch bei Wikisana an. Danke. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und heute habe ich einen Professor da, sowas hatte ich eigentlich in diesem Sinne noch nie. Er ist Professor für angewandte Informatik und hat Robotik studiert. Und mit ihm einmal über das Thema Wissenschaft, Religion und Spiritualität zu diskutieren, das ist etwas, was mich unfassbar freut, denn ich weiß, was er alles drauf hat. Und nach dem Intro stelle ich Ihnen den Gast vor und dann legen wir los. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder. Jetzt darf ich Ihnen meinen Gast zeigen, Professor Dr. Eckhard Kruse. Da Hallo. Ist er. Herzlich willkommen, lieber Hallo. Eckhard. Ja, wie kommt man von der angewandten Informatik plötzlich in dieses Thema wissenschaftlich zu untersuchen, Religion, Spiritualität, sich dem großen Ganzen zu öffnen? Naja, plötzlich schon mal nicht, sondern das war eine lange Entwicklung, eigentlich auch schon bevor ich Professor für angewandte Informatik wurde. Also im Laufe der Zeit, oder ich sollte vielleicht so sagen, ich bin ganz klassisch schulwissenschaftlich sozialisiert. Wenn man mich während meines Studiums gefragt hätte, wie ich die Welt so sehe, hätte ich wahrscheinlich das ziemlich so gesagt, wie es heute eben, ja, wie man es auch heute im Bildungssystem, im Fernsehen hört. Also im Wesentlichen Materie nach dem Leben ist wahrscheinlich alles vorbei. Mhm. Ein paar philosophische Betrachtungen kann man anstellen, das ist interessant. Aber damit hört es dann ja typischerweise auch auf, so wie es uns zumindest vermittelt wird oder wie es implizit so im Denken ist. Und ja, bei mir über vielfältige eigene Erfahrungen irgendwie, na, mal bei so einer Geistheilungs-Heilpraktikerin Kurs gemacht, Selbsterfahrung, alles Mögliche, können wir vielleicht später noch mal ein bisschen drüber reden. Und so ist so schrittweise einfach auch, ja, man hat sich mein Weltbild geweitet und heute ja sogar so weit, dass ich mich mit so, ja, sonderbaren Dingen wie der physikalischen Medialität beschäftige, wo ich Untersuchungen mache. Und aber da werden wir später dann noch drüber reden, wo dann wirklich alles, was man für irgendwie vermeintlich sicher hält, ja, dann doch sehr ins Wanken kommt. Aha. Ich bin gespannt. Nimm uns mit auf deine Reise. Du hast auch ein paar Folien mitgebracht und da bin ich mal gespannt. Ja, ich würde vielleicht gerne einfach so beginnen, wie ich es immer ganz gerne tue. Wenn wir über unser menschliches Sein hier auf der Erde reden, auch über letztendlich das, was unseren Alltag prägt, dann schwingt ja immer irgendwie ein Weltmodell mit. Und traditionell gibt es natürlich die Kirche, die uns früher ganz klar erklärt hat, so sieht die Welt aus, liest es in der Bibel nach, Glaube und hier so ein bisschen zugespitzt formuliert, ne, also im Wesentlichen die Welt ist Gottes Schöpfung und in der Bibel kann man ja die Details lesen und dann ja, hat man ja so auch im Laufe der Zeit gemerkt, dass so diese klassischen religiösen Perspektiven auf die Welt nicht so wirklich weiterhelfen. Und ja, die Wissenschaft hat so im Zeitalter der Aufklärung so langsam ihren Siegeszug, die wissenschaftliche Methode ihren Siegeszug angetreten. Und heute sind wir ja ganz typischerweise bei dem, was wir hier so als diesen, ja, Schuwi nenne ich ihn, ich habe ja auch ein Buch geschrieben über das Thema, den Schulwissenschaftler so irgendwie personifiziert, was der typischerweise sagen würde. Da ist also diese materielle Sichtweise im Mittelpunkt. Wir brechen die Welt runter, daher, ne, im Wesentlichen die Erde ist halt irgendwie aus Atomen, so und so viel kann man durchzählen. Den Menschen wird irgendwie in ein höherer Sinn typischerweise abgesprochen, weil wir den schulwissenschaftlich nicht begründen können. Und ja, wir sind damit sehr weit gekommen. Die Wissenschaft ist eine wunderbare Sache. Ich bin selber da unterwegs und hat aber eben auch gewisse blinde Flecken. Und was diese blinden Flecken angeht, da springt natürlich heute so die moderne Spiritualität oder auch die Esoterik ist ja so ein Begriff, der ja leider so sehr diffamierend benutzt wird. Ne? Mhm. Früher rein sprachlich so die Geheimlehre ist es ja auch nicht, aber wird ja gern so diffamierend benutzt. Ich nehme den Begriff von daher gerne so ein bisschen Augenzwinkern hier, unser ESO, also, ne, oder der spirituelle Mensch, der wirft natürlich einen ganz anderen Blick auf die Welt. Und ja, hier mal so ein bisschen exemplarisch gesagt, ne, also die Erde als lebendes Wesen, Mutter Gaia, wir selber im Wesentlichen erstmal als Geistwesen, nicht die Materie ist die Wurzel alles Wesentlichen, sondern der Geist, und wir inkarnieren, ne, wir werden hier sozusagen, ja, kommen hier in diese fleischliche Form hinein, um dann irgendwie unsere Erfahrung zu machen. Das ist ja so eine typische Deutung, wie sie auch in der spirituellen Szene in der einen oder anderen Variante, aber natürlich auch traditionell in den Religionen
existiert. Und ich würde sagen, das sind alles wertvolle Perspektiven auf unser Sein. Und problematisch wird es nur, wenn man nur eine Perspektive annimmt und die andere ausgrenzt. Und das ist so mein Anliegen auch zu sagen, naja, wie können wir denn, also insbesondere diese beiden, hier diese klassisch-akademische Wissenschaftssicht und die spirituelle Sichtweise irgendwie, ja, zumindest erstmal in den Austausch miteinander bringen. Über die Kirche werde ich jetzt hier nicht so viel sagen, die hat so, naja, sage ich mal, so ein Stück weit, ja, abgewirtschaftet, klingt so hart, aber da ist sozusagen das, was da an spiritueller Essenz drin ist, oder Religion kommt ja von Religio, die Rückanbindung, das ist ja dort selten zu spüren. Von daher wäre mein Fokus tatsächlich so auf die, naja, moderne Spiritualität, sagen wir mal. Mhm. Ich blätter vielleicht einfach eine Folie weiter. Ja, klar. Oder die würde ich einfach auch sogar aussparen. Die wäre mir hier vielleicht direkt ein Anliegen. Das zeigt so ganz gut, wo ich heute eben die Probleme oder eben auch die Chancen zum Austausch sehe. Ich habe hier mal so Aspekte gelistet, die meiner Meinung nach wichtig für uns Menschen sind. Und wir haben auch natürlich so ganz klassisch die naturwissenschaftlichen Aspekte, wo die, also die Physik, Chemie, Biologie, da sind wir schon beim Leben irgendwie angekommen, Evolution, das sind so Begriffe, die irgendwie für uns eine Rolle spielen, die gerne benutzt werden. Intelligenz, wir werden ja, denke ich, auch noch über die künstliche Intelligenz reden, also auch ein Begriff, der gerade eine große Rolle spielt in unserem Sein. Und nach oben hin wird es dann ja hier immer farblich immer rosa, farbener, immer subtiler, bis hin zu Ebenen, wo so die klassische Schulwissenschaft sagen würde, das gibt es nicht oder das ist nicht relevant, wenn ich von der geistigen Welt rede. Oder auch so diese Vorstellung, dass wir irgendwie alle miteinander verbunden sind, dass es so etwas wie ein kosmisches Bewusstsein gibt, das sind ja typisch Vorstellungen, die so in unserer Naturwissenschaft wenig Platz haben. Dennoch sind alles Begriffe, die für uns irgendwie relevant sind, so oder so. Also egal, mit welcher Brille ich drauf schaue, bei unserem irdischen Dasein ist das irgendwie wichtig und es ist natürlich gut, das zu verstehen, um damit natürlich auch letztlich handlungsfähig zu sein. Die Naturwissenschaften haben uns ja in einer gewissen Weise sehr handlungsfähig gemacht, weil sie geholfen haben, die materielle Seite der Welt zu erklären und damit eben, naja, zum Beispiel diesen Monitor zu bauen, auf dem wir hier diese Dinge darzustellen vermögen. Auf der oberen Ebene hat die Naturwissenschaft uns nicht besonders handlungsfähig gemacht, weil sie typischerweise sagt, das gibt's nicht. Da hätte uns die Religion handlungsfähig machen können, aber bietet eben auch nur sehr starre Konstrukte. Und insofern vielleicht hier auch nochmal so diese beiden Sichtweisen und da auch schon ein Stück weit das Problem, was wir hier haben. Nämlich Verständigungsprobleme. Wenn ich jetzt hier unseren spirituellen Menschen, ja, zum Beispiel in diesen Raum reinkommen lasse und er sagt, spürst du die Energie? Dann würde ich sagen, oh, hier ist eine gute Energie, da ist der Spirit und da sind Menschen belebt und inspiriert. Und natürlich ist das ein Begriff, der in der Naturwissenschaft ja, fest definiert ist. Und insofern kann da jetzt aus schulwissenschaftlicher Sicht, spürst du die Energie, kann man nur gucken, naja, wo liegt sie? Na, kann nichts messen. Energie, ne? Müssen wir in Kilowattstunden oder Joule. Und dann kann man jetzt hier irgendwie versuchen, die Kilowattstunden, dann würde ich erstmal wahrscheinlich auf die Lampen hier schauen. Naja, da geht einiges an Leistungen durch. Stromzähler anschauen und hinterher Kilowattstundenverbrauch. Also funktioniert nicht. Ne? Und natürlich haben beide in gewisser Weise recht. Wir haben aber schon das Problem, und das stört mich tatsächlich auch sehr in dieser spirituellen Szene, dass sehr gerne tatsächlich physikalische Begriffe benutzt werden. Bei Energie finde ich es nur nachvollziehbar, weil das ist ein allgemeinsprachlicher Begriff. Wenn es dann um Heilfrequenzen oder sowas schon geht, naja, dann würde ich schon sagen, Frequenz, okay, wie viel Hertz, Längswelle oder Querwelle, bitte erklär mir, wenn ich jetzt hier unten argumentieren würde. Mhm. Das heißt, da wäre mein Anliegen, wenn wir hier Verständigung wollen, auch mit den Begriffen vorsichtig umzugehen und wenn wir Begriffe unten aus den Naturwissenschaften nehmen, kann das mal sinnvoll sein, weil es gibt Parallelen, aber dann eventuell auch mal so, naja, so einen kleinen Hinweis und sagen, ich benutze das jetzt metaphorisch irgendwie. Ne? Also weil wenn ich jetzt über Frequenzen rede, ich würde eher Schwingungen nehmen, weil das wäre für mich nicht so physikalisch aufgeladen. Oder wenn es dann auch mal dann losgeht mit, ja, das ist quantenphysikalisch begründet, hört man ja auch ständig heutzutage. Das wollte ich gerade sagen, das wird natürlich häufig in der Esoterik-Szene genutzt. Permanent oder das Nullpunktfeld löst unsere Energieprobleme. Physikalisch sind das spannende Themen und die Physik haben da viel zu sagen. Meistens wissen es die spirituellen Menschen relativ wenig, was da erstmal an physikalischem Basiswissen oder Basisvorstellung heute vorhanden ist. Und ich finde, das gehört dazu. Oder eben eine gesunde Vorsicht walten lassen und sagen, naja,
Na, ich nenne es vielleicht lieber erstmal anders. Mhm. Also das wäre so das Thema Verständigung. Das andere, die andere große Spaltung, wenn man so möchte, ist bei der Argumentation. Wenn wir über diese Dinge reden, dann haben wir eigentlich hier ganz klar das wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Programm, was ich dann eben auch als, ja, oder was man generell so als Materialismus oder Physikalismus oder Reduktionismus bezeichnet. Diese ganzen Phänomene, so ist die Idee, werden zurückgeführt letztendlich auf Materie. Materie und deren Wechselwirkung, Materie, Energie, die vier Wechselwirkungen. Das ist quasi so dermaßen, ja, ist eigentlich ein festes Dogma der Naturwissenschaften heute. Wir müssen diese Dinge darüber erklären können. Und, das sagt mir zum Beispiel Professor Schubert, aber umgekehrt zum Beispiel. Es ist nicht, wir sollten nur aufhören, dieses reduktionistische Weltbild zu haben. Denn es kommt eigentlich von oben nach unten und nicht von unten nach oben. Na, und das ist die andere Argumentation natürlich. Es kommt von oben nach unten. Oder wenn man jetzt philosophisch, da gibt es ja auch den Idealismus aus philosophischer Sicht. Ne, die Gedanken sind sozusagen alles. Oder die Ideen. Und wir projizieren was in die materielle Welt hinein. Bis hin zu, wenn man jetzt in der Philosophie den Solipsismus betrachtet, da ist sowieso nichts mehr real. Es sind alles nur noch meine inneren Vorstellungen. Es gibt nichts außen. Oder der Kurs im Wundern sagt ja auch, ne, die Welt ist Illusion. Also bei den spirituellen Traditionen haben wir typischerweise ganz klar, ne, dass die geistige Seite ist mindestens die Ursache und vielleicht ist das andere sowieso alles nur Illusion. Ne? Oder es ist die Ursache, die hier irgendwie sich hinein inkarniert. Es gibt ja eine Bestellung beim Universum und so weiter, die ja sozusagen auch aus dieser Sichtweise kommen. Das mag mal funktionieren. Ich habe mir auch schon erfolgreich Parkplätze bestellt. Aber wenn es nicht funktioniert, naja, irgendwie scheint ja diese Physik und Materie doch schon echt ein dicker Brocken zu sein, an der sich unser Geist ja oft auch abarbeitet. Und von daher, ich würde es erstmal offen lassen oder, ne, oder diese ja, duale Sicht halt sehen. Wir müssen irgendwie doch mit beiden Sichtweisen arbeiten. Und der hier unten kann uns ziemlich gute Sachen über die Physik und über Materie sagen und hat eben in gewisser Weise uns geholfen, Technik zu schaffen, die wir wahrscheinlich mit dieser Sichtweise alleine nicht hinbekommen hätten. Mhm. Diese Technik sinnvoll zu nutzen, das liegt natürlich wieder hier oben dran. Ne? Mhm. Also da unseren Geist einzusetzen. Der Punkt hier, der blinde Fleck bei der Naturwissenschaft heute, ist allerdings, ich habe gerade schon gesagt, ne, mit diesem geistige Welt ist sozusagen Macht über alles, deckt sich nicht so sehr mit meiner Alltagserfahrung, ne, weil ich eben die hier, ne, das doch als ganz schön hart und real erlebe. Aber umgekehrt ist es eben auch dieses Programm des Reduktionismus. Wenn man genau hinschaut, ich habe es hier mal hingeschrieben, scheitert ja auf allen Ebenen. Also bei der Materie und der Physik, da kann man auch sagen, okay, die Physiker arbeiten ja schon lange an der Weltformel oder Theory of Everything, also in der Vereinheitlichung der verschiedenen Theorien, Relativitätstheorie und Quantenphysik mal grob gesagt, ne, wobei es da dann innerhalb der Quantenphysik auch noch verschiedene Aspekte gibt. Das heißt, wir scheitern hier, aber da kann man, sage ich mal, die Physiker sind da vielleicht optimistisch, dass sie da irgendwann noch was finden. Das würde ich jetzt so nicht ausschließen. Aber wenn wir hier die Ebenen hochgehen, ist es ja interessant, die Lehre vom Leben, die Biologie, hat nicht mal eine Definition, was Leben ist. Ne, und so zieht es sich hier eigentlich durch. Man kann sozusagen hier auf allen diesen Ebenen ziemlich gut argumentieren, dass der Reduktionismus ja im Wesentlichen mit ziemlich leeren Händen heute dasteht, was eben dann dazu führt, und dass die Naturwissenschaft da ihre blinden Flecken entwickelt. Wenn zum Beispiel über Bewusstsein geredet wird, wenn die Neurowissenschaftler sagen, Bewusstsein sei nur ein Epiphänomen, also nur so ein Scheinphänomen, die Summe der Gehirnströme bringt halt irgendwie so einen inneren Eindruck von Bewusstsein, dann blenden die natürlich einen ganz wesentlichen Teil unseres Seins aus, weil mein Bewusstsein oder Bewusstseinsentwicklung ist in meinen Augen eine der wichtigsten Sachen überhaupt, die ich hier als Mensch ja auch weiterentwickeln möchte oder wo ich einen Blick drauf werfen möchte. Von daher ist dieser Reduktionismus ja eigentlich ziemlich ignorant in allen Ebenen. Und auch da habe ich ein paar Sachen dann auch für die späteren Interviews vorbereitet. Beim Thema Liebe zum Beispiel, zu sagen, Liebe, ne, wenn man das jetzt biologistisch erklären würde, wäre das ja nur ein Mechanismus der Arterhaltung. Gibt es 1000 Gegenargumente dagegen schon. Homosexualität wäre ein wunderbares Gegenargument, weil das dient offensichtlich nicht der Arterhaltung. Mhm. Ist aber auch ein beobachtbares Phänomen, was relevant ist, was wichtig ist. Mhm. Na, also das zieht sich überall so durch. Bei der Intelligenz ist natürlich beim Thema der künstlichen Intelligenz spannend. Ist das auch was rein mechanisches Intelligenz? Meiner Meinung nach nicht. Können wir auch drüber reden.
Und naja, wenn wir hier oben hingehen, da ist ja typischerweise dann der Reduktionismus endet da ohnehin. Da sagt dann die Wissenschaft einfach, das gibt's nicht. Das ist dann natürlich noch einfacher. So wie man schon beim Bewusstsein gerne sagt, Epiphänomen ist also eigentlich auch nur eine Illusion, gibt es also nicht wirklich. Na, also das heißt hier ein zentraler Punkt, denke ich, wenn wir auf die Welt schauen, stehen wir heute bei der Naturwissenschaft hier unten recht gut da. Hier weiter oben legen wir uns eigentlich sinnloserweise Scheuklappen an. Und da kommt natürlich der ins Spiel. Und das Letzte, und das wäre dann aber ja sozusagen der dickste Brocken dann für später, die paranormalen Phänomene, die also anscheinend auch unseren Gesetzen der Physik zu widersprechen scheinen. Mit denen habe ich ja in der Vergangenheit mich auch viel auseinandergesetzt, die ja, hauen mir das ganze Bild sozusagen noch einmal mehr um die Ohren. Mhm. Mhm. Ja, allerdings, weil man es nicht mehr erklären kann, oder? Und weil man es da halt wirklich, also jetzt hier bei dem Bewusstsein, da kann man sich immer noch so rausmogeln, ne, weil das nicht so greifbar ist. Ein Bewusstsein ist erstmal ein subjektives Phänomen. Aber wenn ich jetzt hier ein Phänomen habe, was ich in der Infrarotkamera sehe, was ich messen kann, was aber anscheinend trotzdem allem unserem Verständnis der Physik erstmal zu widersprechen scheint, dann wird es halt richtig unangenehm. Ich erinnere mich an die Zitate von Albert Einstein oder von Max Planck, der ja eigentlich auch gesagt hat, nachdem er sich so beschäftigt hat und immer ins Kleinere und ins Kleinere reinschaut, dass er letztendlich nur noch vermuten muss, dass in allem Gott steckt. Oder? Was auch immer das sein möge. Genau. Ja, das ist dann natürlich eher so eine, ja auch weniger, sage ich mal, jetzt eine argumentative Sache, ne, dass die da sozusagen hergeleitet haben, sondern das ist die Ehrfurcht vor unserem Staunen und der Unwissenheit, die wir haben. Ne? Und das ist natürlich tatsächlich auch, wenn wir, denke ich, haben wir auch noch ein bisschen auf dem Programm über die Quantenphysik reden, ne, die ja da ja nicht ohne Grund auch so gern von der Spiritualität so ein bisschen vereinnahmt wird, weil die eben ja unser Verständnis von dem, was wir so in unserer Realität haben, doch sehr durcheinander schüttelt. Ne? Dann gibt es dann plötzlich, ja, allein das ein Ding, ne, auch wenn es dann nur ein sehr kleines ist, nicht einen definierten Ort und eine definierte Geschwindigkeit gleichzeitig haben kann, ist ja schon irgendwie etwas, was unserem Altersverständnis sehr widerspricht. Und das zieht sich da ja so durch alles durch. Ich möchte da sowieso gerne mal noch reingrätschen. Ja. Die ganze Quantenphysik fasziniert mich ja phänomenal. Mhm. Aber eher auf der esoterischen Ebene oder spirituellen Ebene meine Informationen bekommen habe, aber nicht aus der Wissenschaft. Aber wenn es immer so über das Atommodell heißt, das Atommodell mit ein paar Elektronen, Protonen, Neutronen und die schwingen ganz schnell herum und geben mir letztendlich die Illusion einer Materie, aber eigentlich sind es ja nur ein paar Elektronen, Protonen, Neutronen, die die Materie signalisieren durch die schnelle Schwingung. Das kriege ich nicht in meinen Kopf rein. Und dann ist das Atom ist ja trotzdem irgendwie da und besteht aus voller Vakuum. Also bin ich eigentlich nur Vakuum, oder was? Naja, das... Was dahinter ist, ist ja erstmal, sind ja erstmal Felder. Ne? Also das sehe ich, das wird ja auch mal gern so gesagt, ne? Die Vergleiche, ne? Wie klein das Proton ist und dann irgendwo hier draußen die Elektronenhülle. Das ist ja eigentlich noch ein bisschen dieses alte Modell. Ne? Da kreist irgendwie ein Elektron um den Kern rum. So ist es ja nicht. Ne? Das weiß man ja auch schon seit weit über 100 Jahren. Sondern wir haben, ne, diese Elektronenwolke. Und da sind wir dann eben letztendlich quantenphysikalisch ja auch unterwegs. Ne? Das ist nicht so, dass das Elektron da irgendwie lokalisierbar ist, sondern es hat halt eben eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Da sind wir also quantenphysikalisch voll unterwegs. Und der Raum ist in dem Sinne, nach meinem Verständnis oder so, wie ich es beschreiben würde, natürlich auch nicht leer. Wir haben immer Felder im Raum. Ne? Also, und die Felder sind eigentlich das Entscheidende. Ne? Wir haben also bestehst du eigentlich aus ganz vielen Feldern? Genau, aus Feldern und wenn man so will, dann aus Wahrscheinlichkeitsfunktionen, ne, die im Raum dann, ne, wenn ich jetzt irgendwie ein Elektron um Atomkern habe, da habe ich ja so eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Und wenn ich dann sozusagen die Messung machen würde, quantenphysikalisch, ne, dann hätte ich halt je nach Wahrscheinlichkeit, würde ich es dann mal hier oder mal dort finden. Ne, das ist ja so auch genau dieser Messprozess in der Quantenphysik. Mhm. Das heißt, wir sind, das macht es natürlich auch wieder interessant, ne, sozusagen Wahrscheinlichkeitswolken. Ne? Und da ist ja auch der spannende Ansatzpunkt und das, denke ich, ist auch aus meiner Sicht nach wie vor für die Bewusstseinsforschung spannend. Ne? Wie kommt sozusagen das Bewusstsein in die Materie rein? Und da ist ja so dieser Türspalt, den die Naturwissenschaften mit der Physik, mit der Quantenphysik geöffnet haben. Beispiel eben auch, ne, das Messen eines quantenphysikalischen Prozesses, wo dann eben plötzlich aus der Wahrscheinlichkeit, ne, oder aus einer Wellenfunktion plötzlich dann das Teilchen dann
sichtbar würde. Oder Beobachtungseffekt. Beim Spaltexperiment, dann sehe ich halt, das Teilchen ist durch den einen Spalt geflogen. Ja. Das heißt, da ist ja so diese eine Deutung, man muss sagen, es ist eine von mehreren Deutungen, ist diese eine Deutung, dass dann eben hier Wirklichkeit gewissermaßen erschaffen wird. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter gehen will, so im Sinne der spirituellen Deutung, dass diese Wirklichkeit durch das Bewusstsein erschaffen wird, weil der Messprozess etwas ist, wo menschliches Bewusstsein wirkt. Aber ne, das wäre jetzt so erstmal diese spirituell sympathisierte Quantenphysik-Deutung. Aber man muss auch sagen, die Physiker, für die ist das keineswegs ausgemachte Sache, ne, dass es da um Bewusstsein in irgendeiner Weise geht. Das ist eine Sichtweise. Eine andere Sichtweise sagt einfach nur, das ist sozusagen die Größe des Systems, ne, Begriff Dekohärenz. Wenn das System groß genug ist, dann werden diese quantenphysikalischen Zustands Zufälligkeitsverteilung, Wahrscheinlichkeitsverteilung ja, dekohärieren. Das heißt, diese Überlagerung verschwindet und sie materialisieren sich sozusagen in konkrete Teilchen aus. Mal so gesagt. Das heißt, da ist eine Sichtweise, die einfach sagt, nee, das hat gar nichts, Schrödingers Katze oder so, ja auch ein beliebiges Beispiel, ne? Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, ob ein menschliches Bewusstsein drauf guckt, sondern wir haben halt hier einfach eine große Messapparatur und die sorgt automatisch für Dekohärenz. Das heißt, das Atom wird sich in dem Moment entscheiden, ob es zerfällt oder nicht, ne? Wegen dieser Kopplung zu dem Messsystem. Mhm. So mal ein bisschen zügig gesagt, also wichtiges Anliegen da, auch hier wieder im Sinne von Verständigung, ne? Man kann das Bewusstsein hier mit in die Gleichung reinnehmen, aber man muss es nicht. Es gibt in der Physik andere Deutungen, die sagen, mit dem Bewusstsein hat das nichts zu tun. Es gibt die Viele-Welten-Theorie als eine weitere Interpretation der Quantenphysik, die netterweise auch irgendwie oder lustigerweise auch sehr von den Esoterikern im Paralleluniversum, das Wort schlechthin, ne? Jetzt in meinem Paralleluniversum ist der Eckhart gerade woanders, ne? Und macht was anderes. Ist auch wieder so eine Zweckentfremdung, weil tatsächlich die Viele-Welten-Theorie ist eine physikalische Interpretation der Quantentheorie, die gerade das Bewusstsein aus der Gleichung draußen halten wollte. Und insofern finde ich es ganz witzig, dass die Esoteriker, die natürlich total scharf auf das Bewusstsein sind, sich jetzt gleichzeitig noch die Viele-Welten-Theorie zu eigen machen. Mhm. Na, dabei sind das eigentlich in der Deutung der Quantenphysik Alternativen. Na, entweder habe ich diese Abspaltung bei jedem Messvorgang, wenn also das Atom kann ja zerfallen oder bleibt bestehen, spaltet sich eine neue Welt ab. Ich brauche also daher kein Bewusstsein, weil einfach beide Welten koexistieren. Oder ich habe das Bewusstsein, was den einen Weg vorgibt. Also in dem Sinne alternative Theorien hier irgendwie schon wieder verhudelt. Also und von daher auch wieder mein Anliegen, genau hinschauen lohnt sich. Mhm. Ist alles so kompliziert, oder? Also die Möglichkeiten, es ist kein Absolutismus, wir wissen gar nichts eigentlich. Und wir wissen gar nichts, das ist, glaube ich, schon mal eine gute Haltung, mit der ich auch sehr sympathisiere. Mhm. Ne, weil das ist auch das Problem, vielleicht ist es auch für die nächste Folie, habe ich die da? Genau, ja, passt gut. Ah. Weil wir haben ja hier diese Leute hier, die würden nie sagen, wir wissen, oder sagen wir mal so, ne, wenn die ganz, so Planck oder Einstein, ne, die landen dann bei Gott, weil sie merken, oh, das ist ja ganz schön abgefahrenes Zeug hier und eigentlich, boah. Aber wenn man sich heute, gerade die letzten 3 Jahre, Wissenschaftler im Fernsehen anschaut, die wissen ja immer alles, das ist ja erstaunlich. Ich sag ja, wir müssen viel mehr lernen zu vertrauen den Experten, die wissen alles. Und ich meine, was denke ich da auch hilft für die Demo, ist eigentlich dieses Bild hier, einfach mal zur Erinnerung. Wir sind jetzt hier in der Zeitachse. Und wenn wir jetzt mal zurückschauen, was weiß ich, 1400, 1500, da stand auch so einer, der hat gesagt, ich weiß total Bescheid, weil wenn wir zurückgucken, dann wissen wir immer mehr als die Vergangenheit. Es gibt natürlich mal ein Auf und Ab und irgendwie dunkles Mittelalter, da vergisst man auch mal was. Aber die Tendenz geht natürlich immer nach oben. Ne? Und wenn ich irgendwie einen Berg rückwärts hochgehe und runter gucke, kann ich immer denken, ich bin am Gipfel. Mhm. Ne? Und ich weiß total Bescheid. Und ich glaube, das ist eine gute Erinnerung. Wir sollten uns mal überlegen, wie die Leute, die hier sind, die dann da oben sind, 2500, sagen, was haben die damals geglaubt? Ah, die hatten damals die Quantenphysik. Witzig. und die dachten, Bewusstsein ist ein Epiphänomen. Ist das nicht putzig? Sind sie nicht niedlich? Und die waren davon so überzeugt, dass die das Bewusstsein ernst nehmen wollten, runtergemacht haben. Ja, ja, ja. Und also, Kriege geführt haben, um eine Glaubensfrage zu verbreiten. Ja, ja. Also das ist, glaube ich, sollte man sich immer wieder erinnern. Also das ist so das eine Bild. Und ich habe ein paar andere Bilder, die auch irgendwie vielleicht uns ein bisschen an unsere Denkblockaden erinnern können. Ne? Das andere, was wir ja auch ja in den letzten Jahren ja auch ganz gravierend haben, natürlich umgibt man sich gerne mit seinesgleichen. Ne? Wir sitzen ja auch wieder untereinander hier, sichere Sache. Ne? Und man kann sich so wunderbar mit seinesgleichen umgeben und dann in der eigenen Meinung schwelgen
Und wenn da jemand stört, dann hat er natürlich keine Ahnung. Das heißt, Filterbubble im Internet ja auch noch gestärkt. Und dann YouTube werden die Filterbubbles auch im Großen jetzt schon schön aussortiert. Was nicht reingehört, wird schon vorsortiert, dass man da nicht mit fremden, unerwünschten Meinungen konfrontiert wird. Das haben wir ja auch zur Genüge auch momentan. Faszinierend, wie so die Gesellschaft diese Zäune hier hochzieht, um bloß nicht mit anderen Meinungen irgendwie konfrontiert zu werden. Das haben wir trainiert, diffamieren, diskreditieren. Volles Programm. Ne? Und es ist natürlich in gewisser Hinsicht erstmal sehr bequem. Ne? Also weil dann, also ich meine, das ist ein rein soziales Phänomen. Ne? Wenn man mit Freunden zusammen ist und alle sind einer Meinung, fühlt sich echt super an. Mhm. Nur es geht halt nicht voran. Ne? Also das hat halt die Gefahr, dass man was übersieht. Und also das wäre so die eine Perspektive. Auch ein Klassiker, erinnere ich auch mal ganz gerne dran, Solomon Asch, das Experiment zum Thema Konformität, auch denke ich gerade auch in den letzten Jahren auch immer wieder gerne mal rausgeholt. Vielleicht sage ich es einfach nochmal kurz zur Erinnerung, worum es da geht. Ne? Eine alte psychologische Studie. 6 Menschen sollten simpelste Aufgaben lösen, so nach dieser auf dieser Ebene. Ne? Wie lang ist dieser Strich? 3 Striche vorgegeben und bei genauem Hinschauen, naja, das könnte die 1 sein, also relativ eindeutig. Meinen Studenten zeige ich das auch mal gerne, wenn es um Aufwandschätzung bei Softwareentwicklung geht, weil da haben wir das Phänomen auch. Wenn 5 Experten sagen, so ist es, und die sagen alle, ja, das ist die 3, ja, das ist die 3. Ne? Und im Fernsehen, in der Tagesschau, ja, das ist die 3. Von allen Seiten wird es am eingehämmert, irgendwann glaubt man es. Und das wurde in diesem Experiment ganz klassisch psychologisch untersucht. Da war dann eine Gruppe von 6 Teilnehmern, die solche Fragen beantworten sollten. Und 5 waren eingeweiht. Und die sollten systematisch, regelmäßig immer mal wieder das Falsche sagen. Und dann hat man eben untersucht, wie der Nicht-Eingeweihte dann tatsächlich sich dann in einem signifikanten prozentualen Anteil dann eben dieser Mehrheitsmeinung, die aber offensichtlich falsch ist, angeschlossen hat. Ist, glaube ich, gut, sich immer wieder daran zu erinnern, dass es diese Mechanismen gibt und dass man da auf der Hut sein sollte. Klassische Manipulation der Massen. Hä? Kann man so machen? Ja, und es funktioniert. Ne? Und da war es dann auch eine relativ triviale Sache. Es ist natürlich noch viel einfacher, wenn man sagt, wenn das nicht selber nachprüfbar ist, sondern wenn da noch steht, die Wissenschaftler haben gemessen. Ne? Also dann steht man natürlich noch dümmer da, auch wenn irgendwie das eigene Gefühl vielleicht sagt, irgendwie komisch. Na, hier ist es sozusagen direkt noch überprüfbar. Und das, was du jetzt gerade sagst, ist ja eigentlich genau das, was man jetzt vermuten könnte, dass man das über Jahre übers Fernsehen Millionen von Menschen mit solchen Mitteln theoretisch manipulieren könnte. Und sie fühlen sich doof, weil sie eine andere Sichtweise hätten. Ne? Und das Schöne ist, das ist jetzt eine Verschwörungstheorie. Und ich sage das im besten Wunsch, weil allein, dass der Begriff Verschwörungstheorie diffamiert wird, ist ja witzig. Ja. Das ist ja auch bemerkenswert, weil eine Theorie, dass sich mehrere Menschen irgendwie zusammentun, um was Böses zu machen. Und das ist ja nicht so, dass es das nie in der Geschichte der Menschheit gab, sondern das gibt es immer wieder und das ist trivial. Insofern über Verschwörungstheorien zu reden und dann nicht gleich diffamiert zu werden, also da sehen wir auch schon, dass sozusagen eine Verschwörung gegen Verschwörungstheoretiker, dass wir nicht mal mehr theoretisieren dürfen, könnte es sein. Und genau das ist ja auch das Problem, dieses einfach eine Frage stellen zu dürfen. Ne? Könnte es auch anders sein? Deshalb liefern wir Waffen, um Leben zu retten. Könnte es auch sein, dass Waffen keine Leben retten? Könnte, aber da bist du ein Verschwörer. Naja, also das ist natürlich, da gibt es eine unterschiedliche Ausprägung, aber es ist schon interessant, wie massiv teilweise, also gerade bei doch relativ trivialen, harmlosen Fragen, da irgendwie dann der Gegenwind dann zumindest in diesen offiziellen medialen Kanälen dann passiert. Das fällt schon auf, klar. Und das führt dann natürlich die Verschwörungstheorie, nämlich wenn von allen Seiten sozusagen konsistent irgendeine Kraft ausgeübt wird, kann man sich fragen, was steckt dahinter? Ne? Ist das wirklich alles nur, dass die alle zu dem gleichen Schluss kommen? Oder ist da irgendwie was dahinter? Gut, das ist auch ein großes Thema, genau. Die Sendezeit ist eigentlich durch, aber ich kann nicht aufhören, weil wir sind mittendrin. Lass uns einfach weitermachen. Ich kann ja mal gucken, was ich hier noch habe. wir haben da genau vielleicht das noch. Thema Wissenschaft, weil da sind wir ja auch ein bisschen bei dem, was uns heute, wenn wir hören, die Wissenschaft hat gesagt. Ne, und das ist ja so ein bisschen auch dieses, das Totschlagargument. Ne, bist du gegen die Wissenschaft?
Und, oder weißt du besser als die Experten? Weißt du besser als die Wissenschaft. Ja. Und von daher erstmal, die wissenschaftliche Methode ist eine gute Sache. Also da stehe ich voll dahinter. Und idealerweise sieht die wissenschaftliche Methode mal hier so als kleine Maschine von mir dargestellt, ja ungefähr so aus. Ne? Wir haben irgendwie Beobachtungen, Messungen, wir schauen die Welt an, ne? Empirische Forschung. Wir führen gezielt Experimente aus, um mehr Beobachtungen zu machen. Hier steht der Forscher in seinen Messgeräten und macht. Und wenn das gut läuft, kriegen wir Erkenntnisse, Theorien, Technik raus, vielleicht ein bisschen heiße Luft, ne? Publizieren muss man auch. Hört sich erstmal toll an. Das Ganze hängt an dem Geld an. Aha, ja, da wird es schon interessanter. Ne? Wer füttert denn diese Maschine? Und, aber so ist das Ideal und so wird es uns auch vorgestellt. Ne? Ich selber habe mit Dingen, die ich auch in einem eher unerwünschten Bereich, in der physikalischen Medialität veröffentlichen wollte, meine sehr klaren auch Erfahrungen gemacht, wie das überhaupt nicht funktioniert. Das, denke ich, wird dann Gegenstand im anderen Interview sein. Ich halte gerne eine andere Maschine dagegen, die eigentlich genauso aufgebaut ist. Die Politikmaschine, wir haben hier Menschen, die haben hier eine Maschine, unsere Herrscher, hätte ich jetzt fast gesagt, unsere Regierung, die hier auch, ne, sie gucken, was im Land vor sich geht. Ich habe jetzt hier die Deutschlandkarte genommen. Ne, wir können uns aber sicherlich da auch die Schweiz denken. Wobei die ja tatsächlich in der Hinsicht ein bisschen besser funktioniert. Da bin ich dann doch immer ein bisschen neidisch. aber wir haben sowas wie eine öffentliche Diskussion, da wird ein bisschen geguckt. Ne, und dann irgendwie so zumindest idealerweise, gut, heiße Luft wird auch wesentlich mehr produziert vielleicht. Aber wir haben Gesetze, wir haben Wohlstand, das soll irgendwie rauskommen als Produkte, wir haben irgendwie Geld, was da reinfließt. Naja, und dann gibt es da so ein bisschen Lobbyismus, der da ganz klein, ne, hinten verborgen ist. Da würde wohl jeder oder fast jeder sagen, naja, so toll funktioniert das eigentlich nicht. Also da kenne ich mittlerweile kaum jemanden, der sagt, ja super, Regelungskreis, läuft klasse, ab und zu muss man hier jemanden austauschen. Aber dafür haben wir ja die vierte Gewalt, den Journalismus, der darüber wacht. Mhm. Na, so ja die Theorie. Kann man, glaube ich, sagen, funktioniert nicht. Mhm. In letzten Jahren fühle mich auch zunehmend ernüchternd, dass das Steuerungsinstrument für diese Maschine, nämlich der Journalismus, der guckt, ob die funktioniert, anscheinend da irgendwie in der Maschine mit drin steckt. Mhm. Zumindest zu großen Teilen, also da auch keine Regelungsfunktion mehr hat und dass diese Dinge mir mittlerweile übergroß erscheinen. Diese dritte Macht, diese Kontrollfunktion ist weg. Na, das heißt, wir haben hier eigentlich eine Maschine, die im Freilauf irgendwas macht und hier was produziert, hier nicht mehr so viel produziert und hier sehr, sehr viel produziert. Und die Menschen, die hier stehen, kann ich mich auch fragen, sind das wirklich die fähigsten Menschen im Lande? Wenn wir jetzt zurück zur Wissenschaft gehen, warum soll es da anders sein? Wir haben da im Prinzip die gleichen Mechanismen und hier war die vierte Gewalt, nämlich der Journalismus, schon immer nicht in der Lage, von außen drauf zu schauen. Das, was wir in der Politik früher zumindest in meinen Augen noch kritisch erlebt haben, haben wir hier schon lange nicht mehr, dass mal irgendwie in irgendeinem, was weiß ich, Spiegelartikel oder so Wissenschaft kritisch beäugt wird, da wird auch immer nur, oh, jetzt in 3 Jahren haben wir die Krebsforschung und dies und jenes. Das heißt, wir haben hier eigentlich genau die gleichen Mechanismen. Na, und dieser vermeintliche Mechanismus des Peer-Reviews, der ja immer so hochgehalten wird, das ist ja auch nur aus dem eigenen Saft. Na, ich weiß selber, wie früher früher habe ich noch mehr publiziert während der Promotionszeit. Ne, naja, da sieht man schon, das Paper kommt von dem Kollegen, alles klar, ne, der macht das so und so. Also das ist ja überhaupt nichts Unabhängiges. Und wie lächerlich teilweise Peer-Review-Kommentare aussehen können, das würde ich dann einem der nächsten Interviews zeigen, wo man voll sieht, wie das Dogma durchschlägt. Da habe ich ein paar schöne Beispiele. Was mir auch fehlt, ist in der Wissenschaft letztendlich, da hat mir mal auch ein Arzt erklärt, der Dialog. Wissenschaft ist auch Kommunikation untereinander, sich austauschen. Und das hat ja eigentlich jetzt völlig fehlt das heute, sondern es wird nur noch entschieden, der Experte hat gesagt. Ja, da würde ich jetzt erstmal, um die Gegenposition einzunehmen, offiziell, es gibt ja die Konferenzen, da wird diskutiert, da treffen sich die Wissenschaftler und diskutieren. Na, also das ist so erstmal formal ja alles wunderbar. Ne? In jedem wissenschaftlichen Bereich gibt es Konferenzen, da gibt es Journals, das ist das Medium, wo Kommunikation und Diskussion stattfindet. Das Problem ist nur, wenn man da nicht akzeptiert wird, dann ist man natürlich raus. Ne? Und wenn Paper nicht zur Veröffentlichung angenommen wird. Und wer darüber entscheidet, sind natürlich in gewissem Sinne die Mächtigen innerhalb des Wissenschaftsbetriebs. Das sind die Meinungsführer oder die wir auch immer gearteten, warum auch immer die in bestimmten Positionen sind und die sagen, das ist jetzt gerade das, worüber wir reden wollen. Mhm. Ne? Und damit findet natürlich Dialog statt, aber nur innerhalb der Bubble. Ne? Mhm. Da findet Dialog statt, aber nicht mit denen. Damit die halbe Wahrheit. Genau. Und ich denke, da haben wir vielleicht, das wäre vielleicht ein bisschen was dann für die Nächsten. Also auch wie man sozusagen sich der Welt nähert. Wir haben ja hier auch dieses ganze wissenschaftliche Paradigma der Objektivierbarkeit, Messbarkeit und so weiter.
können wir vielleicht im nächsten Blog gut ansprechen. So machen wir es. Und dann würde ich nur noch, ach, da habe ich auch noch schon über, vielleicht das nur als Abschluss. ist mein Weltbild nicht schön? Ne, weil das ist ja genau das, wie es uns heute präsentiert wird. Wir haben dieses voll runde Weltbild und nach meinen Augen haben wir hier überall schwarze Flecken und da müssen wir drüber reden und die müssen wir angucken. Schönes Bild, ja. Wir meinen immer, wir wissen alles. Ja. Und doch sind wir so klein, weil das Dunkle, das Schwarze ist ja viel, viel größer. Und da gibt es noch, ja, wenn man da Licht hinscheint, das, ja, könnte sehr spannend, ja, werden. Wenn man nur das Bild im Hintergrund anschaut, was wir da ausgewählt haben, wir ja, zeigt ja eigentlich, wie klein wir sind. Ja, ja, oder auch wieder die schwarze Materie im All. Ne? Das ist ja auch wieder so was. Na, das ist ja so die Blackbox. Ne? Die kosmischen Modelle funktionieren nicht. Also haben wir 80% oder wie viel schwarze Materie und schwarze Energie und haben keine Ahnung, worum es da eigentlich geht. Ne? Und da sind wir noch mitten in der Physik, ne? Und haben eigentlich auch keine Ahnung. Absolut. Ja. Dunkle Materie und dunkle Energie, da müssen wir aber eh noch darüber reden, da müssen wir mehr zu erzählen. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war Professor Dr. Eckhard Kruse mit einem ersten Einblick in die Wissenschaft, in die Spiritualität, in den Materialismus. Und wir werden natürlich da dranbleiben und weitere Sendungen mit ihm heute produzieren, aber Ihnen einfach den Teil 2 dieser Session, die wir heute machen, in 3 Wochen wieder zur Verfügung stellen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, danke fürs Zusehen, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.